Hallo Freunde! Geben wir zu, alle benehmen sich unterschiedlich beim Essen. Bestimmt gibt es bei euren Freunden oder Bekannten diejenigen, die so schnell essen, dass man gar nicht merkt, wie schnell ihr Essen vom Teller verschwindet. Solltet ihr solche Menschen kennen, dann zeigt ihnen unbedingt dieses Video. Denn heute geht es um die Menschen, die super schnell essen können. Jetzt solltet ihr euch auf eine verrückte Show einstellen. Habt ihr auch Vorliebe für Wassermelonen, wie dieser Kerl? Man weiß nicht, wozu er solche seltsame Ritual vor dem Verzehr dieser Leckerei braucht, aber so soll er sich auf seine Großtat einstimmen. Dreimal geschlagen, eine Handgeste und los geht's. Naja, von der Melone hat er einen kleineren Teil gegessen. Dafür schaffte der Kerl in wenigen Sekunden frischen Saft zu pressen, eine Gesichtsmaske aufzutragen und uns die Stimmung aufzuheitern. Wer mag Zuckerwatte nicht? Vielleicht zieht diese luftige Süßigkeit alle durch ihr ungewöhnliches Aussehen und Aroma an. Was glaubt ihr? Wie lange braucht man, um ein kleines Stück Zuckerwatte aufzuessen? Eine Minute? 30 Sekunden? Haben wir auch so gedacht, bis uns dieser kleine Wettstreit zwischen dem Kerl und dem Mädchen aufgefallen ist. Tja, ihr habt alles selber sehen können. In weniger als 3 Sekunden gelangte die Süßigkeit in den Mund dieses Mädchens. Gewiss hat sie sich lange auf dieses Wettspiel vorbereitet oder hatte einen Bärenhunger. Sicherlich bestellen viele von euch gerne eine Pizza, wenn sich eine größere Gesellschaft versammelt. Die Pizza kann aber schnell weg sein und man merkt es kaum, wer das letzte Stück aufgegessen hat. Bevor eine Ermittlung angestellt und der Naschendieb entführt wird, würden wir empfehlen, solche Kerle wie diesen ins Visier zu nehmen. Er kann eine Pizza in einer Minute verschlingen. Bestimmt muss man gut überlegen, ob man ihn auf eine Party einladen darf. Nun machen wir einen kleinen Test. Seid aber vorsichtig. Nehmt eine Banane, nicht besonders lang für den Anfang. Startet die Stoppuhr auf eurem Handy und versucht die Banane so schnell wie es geht aufzuessen. In wie vielen Sekunden habt ihr es geschafft? Wie schnell auch eure Leistung sein mag, ist dieser Mann kaum zu übertreffen. Das ist sicherlich beeindruckend, aber wir hoffen, dass die Banane nirgendwo stecken geblieben ist. Solltet ihr was vom Fastfood verstehen, dann wisst ihr ganz genau, dass gebratene Hähnchen bei den Fans solcher Schnellgerichte besonders gefragt sind. Allerdings fällt es einigen Schnellimbissen Liebhabern gar nicht ein, wie viel Zeit man dafür braucht. Dieser Mann ist aber voller Zuversicht, 1 Hähnchen pro Sekunde. Dieses Tempo ist einfach unglaublich. Bestimmt gibt es unter euch auch Hamburger-Fans. Einige geben sogar Tipps, wie man einen Hamburger korrekt essen soll. Das Ganze muss langsam angehen, um den Geschmack jeder Zutat zur Entfaltung zu bringen. Nicht alle teilen aber diese Meinung. Was glaubt ihr? Wollte dieses Mädchen so sehr die Oberhand erhalten oder hatte sie bloß einen Riesenhunger? Kommt euch dieses Gefühl bekannt vor, wenn man ein zu großes Stück Eiscreme abbeißt? Brrr, klar, nicht besonders angenehm. Der Wunsch nach einem krassen Video kann einigen wohl dazu bringen, seinen Kopf zu riskieren. Wie kann man das sonst erklären? Swallowing? Oh, like a freak show. Erinnert ihr euch an das Mädchen, das superschnell ihren riesigen Hamburger aufgegessen hat? Kann man es vergessen. Wir haben einen cooleren Mann gefunden, der ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat. Schaut mal selber. Ein Tipp, der Burger-Champion sitzt links. Beeindruckt? Wir auch. Versucht aber nicht zu Hause das nachzumachen. Dieser Mann hat sicherlich sehr lange trainiert. Habt ihr gesehen, dass er sich sogar aufgewärmt hat? Vielleicht ist das eine raffinierte Technik. Falls ihr nicht wusstet oder vergessen habt, was ein Ramengericht sei, erzählen wir gleich. Das ist ein japanisches Gericht mit Nudeln aus Weizenmehl. Eigentlich wird dieses Essen als gewöhnliches Fastfood angesehen. Einige Lokale veranstalten manchmal einen Wettstreit, wo man sich im Ramen schnell Verzehr messen kann. Das ist einer davon. Der Sieger ist ziemlich glücklich, dass er den ersten Platz erobern konnte. Als Hauptpreis soll er einen Jahresgutschein für unbegrenzt Ramen-Mahlzeiten in diesem Lokal erhalten. Während die meisten Tränen in den Augen haben, wenn sie Zwiebeln zu schneiden beginnen, sind diese Burschen bereit, daran super schnell zu nagen. Mit viel Wasser zum Nachspülen und Schock ins Gesicht geschrieben. Naja, für so einen Rekord musste Geduld auf eine harte Probe gestellt werden. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!